In bester Lage im Herzen von Zürich, gleich vis-à-vis vom Hauptbahnhof, eröffnet Swisscom einen neuen Shop. Hier wird das Retina-Konzept umgesetzt. Der Ausbau des Shops ist im Endspurt und viele fleißige Hände sind vor Ort. Mit rund 10 Millionen Besuchern jährlich sind die Swisscom-Shops nicht nur der stärkste Absatzkanal, sondern sie gehören auch zu den wichtigsten Marken-Touchpoints für Swisscom-Kundinnen und Kunden. Für das beste Shop-Erlebnis kombiniert das Retina-Konzept analoge Ansätze mit digitalen Inszenierungen. Das soll dazu beitragen, Produkte besser zu erklären, Neugier zu wecken und zum Ausprobieren animieren. Die IT-Koordination des Ausbaus in der Ostschweiz liegt in der Verantwortung der Field Services-Experten von Cablex. Zu den ICT-Installationen, die von Cablex umgesetzt werden, gehören zum Beispiel die Kassensysteme oder das Warteschlangenmanagement. Letzteres informiert den Kunden über die ungefähre Wartezeit. Cablex schafft außerdem die technischen Voraussetzungen für die neuen digitalen Preisschilder. Via Bluetooth werden Produktinformationen, Preise und Promos taggenau und vollautomatisch aktualisiert, ohne dass das Shop-Personal dafür Zeit aufwenden muss. Bisher einmalig in der Ostschweiz ist in Zürich die Installation einer neunteiligen Bildschirmwand. Ein spezielles Deko-Highlight ist der vertikale Garten, für den Cablex einen eigenen Bewässerungszyklus programmiert hat. Ortswechsel. Zur gleichen Zeit wird der Swisscom-Shop in Frauenfeld umgebaut. Hier sind die Baumaßnahmen so gut wie beendet. Die Shop-Eröffnung steht unmittelbar bevor. Die Cablex-Spezialisten installieren eines der letzten Displays. Doch dann gibt es plötzlich ein Problem. Schnell stellen die ICT-Profis fest, dass ein defektes Kabel den Fehler verursacht. Das kann zum Glück schnell behoben werden. In Frauenfeld laufen bereits die digitalen Produktdisplays. Sie machen es möglich, zu den jeweiligen Produkten den passenden Content wie Videos oder geeignetes Zubehör zu zeigen. Die Arbeiten im Shop laufen Hand in Hand, auch dank des motivierten Einsatzes des Lernenden. Im Jahr 2022 realisierte das ICT Project Management von Field Services 8 Jobs in den Regionen Zürich, Frauenfeld und Rapperswil. Im Jahr 2023 wird die Anzahl noch weiter steigen.